Hey ho, heute machen wir mal wieder Rindsrouladen, aber als Schichtrouladen und die eigentlich ganz klassisch, so wie wir sie bei uns hier als Rouladen kennen. Aber dazu gibt es noch eine kleine Vorbereitung. Gehen wir dann über und ja, legen wir einfach mal los. Für unsere Schichtrouladen klassischerweise brauchen wir erst einmal einen schönen großen Bund Petersilie und Zwiebeln. Und die werden jetzt erst einmal klein geschnippelt, der auch klein gehackt und dann in der Pfanne schön angebrutzelt. Das mache ich jetzt noch hier herin und natürlich den Topf füllen und dann gehen wir eben raus. Dann haben wir hier natürlich Gurken, jetzt hätte ich fast gesagt Zwiebeln, nein, Gurken, die werden dann schön noch in Scheiben geschnitten. Natürlich richtig schön viel Rindsrouladen an Senf. Was haben wir denn da? Ein Bautzner dieses Mal wieder. Ja, falls er nicht reicht, ich habe noch einen anderen. Wo ist mein Bacon? Oh, Bacon? Ja? Bacon ist heute nicht. Was? Bacon ist heute nicht? Was haben wir? Bacon ist heute nicht. Weil derjenige, der da ist, der isst kein Schweinefleisch. Ach nö. Drum müssen wir auf Pute ausweichen. Hallo, ich hab gesagt, wir machen klassische Rouladen. Ja, du hast es gesagt, oh, du hast mich nicht gefragt. Also Leute, heute wird's komplett schweinefrei. Naja, dann nehmen wir halt hier Delikatesse Putenbrustfilet. Hoffentlich schmeckt es auch. Naja, gut. Also wie gesagt, wir schneiden jetzt die Gurken und dann können wir fast anfangen, schon den Topf zu schichten. Einmal den FT6 hergeholt. Der steht da drüben und dann legen wir los. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie wir das jetzt am schönsten machen, dass ihr das auch alles wunderbar mitbekommt. Gute Frage. Ich denke, ich werde jetzt die Rouladen alle einmal halbieren, dass wir die nachher salzen und pfeffern können. Eine Ladung, von dem kommt gleich als Hitzeschild unten rein. Das können wir gleich machen. Also Leute, kleine Planänderung. Mir wurde gerade gesagt, von demjenigen, welcher wo dran schuld ist, dass wir hier kein Bacon verwenden. Den unten rein brennt rein. Wir sollen doch Zwiebeln in Scheiben schneiden und unten reinlegen. Ja, dann machen wir das halt noch. So Leute, dann fange ich dabei mal an, die Rouladen zu halbieren. Weil die Riesenlappen brauchen wir da jetzt nicht am Stück reinschichten. Schatz, da hast du es aber gut gemeint mit dem Rouladenkauf. Hallo. Das sind ja viele. Du hast gesagt, die reichen nicht. Also ihr seht es hier am Rand, rote Zwiebeln reingehobelt. Und jetzt bin ich echt gerade am Überlegen, ob ich die Rouladen nicht alle in eine große Schüssel reinschmeiß, den Senf einfach dazu klatsch und das Ganze einmal ordentlich durchwackel. Dann sparen wir uns nämlich die Arbeit mit dem fetten Einsämpfen. Schatz, was meinst du dazu? Ist die Idee gut? Nee. Nein? Nein. Nein? Das ist nicht gut. Wieso sagst du Nein zu mir? Ja, weil ich Nein sag, weil du immer alles wünschst. Okay, dann müssen wir die einzeln reinlegen, einzeln einpinseln und ja, ganz genau. Du salzen und pfeffern. Leg die mal bitte aus. Also ordentlich salzen und pfeffern. Ja, da bin schon mal ich nicht schuld, wenn es verpfeffert ist und versalzen. Nachbarn oder auf einer Seite. Echt? Ja klar. Wer sagt das? Ich sag das, weil du hast noch nie Schichtrouladen gemacht, gell? Komm, geh doch mit deinem doofen Löffel weg. Geh mit deinem Löffel weg.
Ja, wo ist hier der Senf? Du hast ja genug auf deinen Pinsel. Ja. Das wird wieder ein Video. Ja, Leute, und dann schwenken wir rüber auf den Topf. Und hier tun wir jetzt die Rouladen schön reinlegen, schmeißen, wuchten. Dann kommt Putenbrustfilet statt dem Bacon. Und dann müssen wir uns nachher natürlich noch überlegen, was wir an Flüssigkeit hineintun. Eine Scheibe hier noch. Wegen dünne. Ja, ich weiß, ich bin hingekommen. Reicht schon. Und dann belegen wir das hier einmal noch schön komplett mit Gurken. Willst du sonst noch irgendwas in deinen Schichtrouladen drin haben? Ja, deine Zwiebel, die da dran. Oh je, die hätte ich jetzt fast vergessen. Angeschmottert hast. Angeschmottert. Die hätten wir eigentlich direkt aufs Fleisch drauf tun können. Naja, so geht es jetzt auch. Ja, und dann kommt die nächste Schicht Fleisch. Und hier tun wir dieses Mal die Zwiebeln gleich drauf. Und danach wiederholt sich das Ganze, bis wir entweder alles aufgebraucht haben oder der Topf vorher voll ist. Dann werden wir das mit der allseits beliebten Gemüsebrühe wieder aufgießen und ja, eventuell noch ein Wein. Schatz, was nehmen wir? Roten oder weißen? Roten. Die schimpft schon wieder im Hintergrund, habe ich das Gefühl, dass zu viel ist. Wo haben wir einen Roten? Da haben wir einen. Da schütten wir jetzt auch noch einen schönen Klecks mit hinein. Reicht es? Nein, reicht nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf. Stopp. Ja. Deckel drauf. Schauen, wo der Pfeil ist. Wo haben wir den denn? Da haben wir ihn. Ja, Leute, wir sehen uns draußen in der Grillkota. So, Leute. Da steht der Topf, da feuern die Kohlen an, da tue ich nachher dann auf alle Fälle gleich welche oben drauf. Und ja, es sind wieder die Klauskohlen und genau dazu käm auf mich. Tja Leute, dieses Klaus-Grillkota-Testvideo oder so ähnlich wie es geheißen hat, hat ja wirklich sehr polarisiert, wie es auch schon jemand geschrieben hat, kommentiert hat. Oh Mann, da hast was losgetreten, das Thema wird immer polarisieren. Ja, ich für meinen Teil bin dankbar für deine persönliche Meinung und werde einfach mal einen Beutel testen. Das ist das Beste. Genau so ist es in Ordnung. Aber wenn hier jetzt Kommentare kommen, bist du jetzt auch ein Ableger von Klaus. Was soll das? Ich habe bis jetzt von allen Leuten alles ausprobiert. Immer wieder verwendet. Klaus-Gewürze, Sauerländer-Gewürze habe ich übrigens auch noch da. McAllister-Gewürze, Beef-Buddy-Gewürze. Roy-Spice-Gewürze, Spice-World-Gewürze, Grillschuh-Gewürze, einfach alles, was mir in die Finger kommt, das probiere ich aus. Und das beste Kommentar war ja, oder eins der besten,
Moment. Schlecht vergleichbar. Die Klaus sind Kokos, die Profagos sind irgendein Holz. Und du kannst Profagos durch alles ersetzen. Ja, ich kann auch Kommentatoren durch andere ersetzen. Ich habe definitiv einfach nach Ersatzkohlen gesucht, die mir die Profagos ersetzen. Ob die jetzt aus Bambus sind, aus Kokos, aus Pinguinkacke. Ja gut, das Letztere eher weniger, aber das ist doch mir egal. Ich habe Ersatz gesucht und darauf ist der Vergleich hinausgelaufen. Ja, einfach nur kann ich mit diesen Kohlen die Profagos ersetzen, sind sie besser. Ja, und das sind sie definitiv. Und fertig. Also kann ich die Kohlen miteinander vergleichen. Weil es ja ein Test für mich war, um zu schauen, kann ich damit die anderen Kohlen ersetzen. Punkt. Naja, lassen wir das Thema. Es hat wirklich polarisiert. Die Aufrufzahlen sind auch ziemlich nach oben gegangen, ist mal aufgefallen. Vielen Dank an alle, wo das Video geschaut haben. Die Abonnenten, was auch durch dieses Video dazugekommen sind. Danke, ich hoffe, ihr bleibt. Ihr habt Spaß dabei, auch bei mir auf dem Kanal. Und ja, jetzt sind die Kohlen soweit gleich durchgeglüht, dass wir hier weitermachen können. Und wie gesagt, ich werde in Zukunft die Klauskohlen verwenden, weil ich einfach damit zufrieden bin. So Freunde, auch wenn diese Kohlen hier jetzt noch nicht ganz durch sind, ich bin mir ziemlich sicher, dass die, wo ich oben drauf auf den Topf lege, nachher noch komplett durchglühen. Ja, die ist zum Beispiel bloß an einer Ecke jetzt an. Und die nehme ich jetzt runter, lege sie auf die Seite und lege sie nachher oben auf den Topf. Ich denke, das sollte für unten ausreichen. Wenn es jetzt schon wieder viel zu viel ist, weil die Kohlen ja wirklich extrem heiß sind. Was haben wir denn? 2, 4, 6, 8, 10, 11 unten. Naja. Wir werden es sehen. Und dann. Au, Rock! Töpfle drauf. Und den Rest, was wir hier auf die Seite gelegt haben, schmeißen wir oben drauf. Na, komm her, du Feigling. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na nu, soll es nicht unten weniger sein, oben mehr, aber mir egal. Ich weiß, dass das so auch funktioniert. Ja, und so, oh, tun wir mal zurück. Und so lassen wir jetzt den Topf für ja, Stunde, eineinhalb Stunden stehen. Eventuell werde ich zwischendurch einmal reingucken. Wo haben wir die Öffnung? Hier. Warum ist es heute hier so dunkel? Ist doch alles anders Licht. Komisch. Naja. Ja, Stunde, eineinhalb Stunden wird es jetzt mindestens brauchen. Vielleicht auch länger. Wir werden sehen. Ich werde in der Zwischenzeit auf alle Fälle dann einmal reingucken, euch dazu holen, ob die... Steht da jemand draußen? Keine Ahnung. Ob noch genügend Flüssigkeit drin sind, drin ist. Naja, soll es dieses Mal kein Problem geben, so wie mit meinen... Moment. So wie mit meinen Rollern damals in der K4-Form, weil hier haben wir... Leider kein Reis drin. Ja, Schatz hat darauf bestanden, dieses Mal ohne Reis. Ja, sie hat sich die heute so gewünscht. Das nächste Mal, wenn ich wieder Rouladen mache, wird definitiv wieder ein Reis mit dabei sein. Ganz genau. So, jetzt mache ich dabei die Cam aus. Und euch hole ich wieder dazu, wenn man einfach mal reingucken. Bis gleich. Naja, halbe Stunde wird es allerweicher sein. Oder dreiviertel. Wir machen jetzt einfach mal ein Reinguckerle.
Naja, sieht mal nicht so verkehrt aus. Sieht man das, sieht man das, sieht man das? Ganz schön viel Flüssigkeit. Ja, du hast gesagt, ich soll noch Rotwein reinkippen. Der Rotwein hat's nicht ausgemacht. Wir brauchen eine Soße ja auch. So, okay Leute, dann einfach weitertopfen. So Freunde, gute 1,5 Stunden sind jetzt schon vergangen. Und jetzt piekse ich einfach mal das Fleisch an. Einfach mal, um zu gucken, wie weich das schon ist. Zwecks der Info halber. Oh, riechen tut's gut. Ja? Ja. Es wird weich. Es wird. So Leute, nicht wundern, ich habe nebendran schon noch ein paar Kohlen rein, dass wir es hier gleich wieder etwas wärmer haben, weil Dutch Oven in der Mitte nimmt natürlich die Wärme für den Bereich hier weg. Ja, es wird halt nachher gleich wieder warm werden. Gut, dann nehme ich jetzt den Dutch Oven runter und dann guck mal rein und ich würde sagen, fertig. So Leute. Tust du mal den Schöpflöffel auf die Seite. Ja, machen wir es doch gleich so. Ja, dann würde ich mal sagen, holen wir uns unser Essen raus und machen wir unser Probierale. Dankeschön. Holst du mir was raus? Ich? Oh ja, du. Ja, genau. Ich bin jetzt der Oberkönner. Ich weiß nicht einmal, wie das funktionieren soll. Ja, wenn wir es jetzt noch ein bisschen länger drin gelassen hätten, wäre es noch weicher, aber zu weich ist dann auch Matsch. Nimm mal die Kelle. Nee, ich mach das so. Dankeschön. So. Hier deine Gurken. Kartoffelpü. Halt, da fehlt noch was, das ist rausgeflogen. Hilfe. Etwas von der, naja, Brühesoße. So Leute, und dann mache ich hier jetzt mal mein Probiererchen. Geschmack, lecker rouladig. Astrein. Jo. Dann essen wir jetzt erstmal. Tja Leute, der klägliche Rest, es scheint geschmeckt zu haben. Jo. Oh, echt gut war's. Dann kommen wir noch zum Fazit. Schatz, wie hat's dir geschmeckt? War sehr lecker. Manche Eckchen waren sehr pfefferlastig. Ja, aber du hast gepfeffert und Gott sei Dank nicht ich. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht, wie es ich gewollt habe und nicht wie du, weil sonst wäre noch mehr scharf gewesen. Vielleicht. Also, ja, etwas pfefferlastig, aber hervorragend. Was sagst du dazu? Super, gut geschmeckt. Ah ja, okay. Patricia? Schmeckt gut. Okay. Der Rest will nicht ins Video. Die haben auch den Bacon verschmäht. Oder wollten kein Bacon drin? Naja, lassen wir die Leute aus dem Video draußen. Besser ist es. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe den Bacon vermisst. Aber es war auch so verdammt lecker. Leute, macht euch auch mal Schichtrouladen. Ja. Und probiert es selber aus. Aber das war eine gute Idee drunter, die Zwiebel zu legen. Ja, auf alle Fälle. Im Normalfall wäre es ja Bacon gewesen. Ja. Aber so waren es halt dann die Zwiebeln. Okay. Wie gesagt, nachmachen, Däumchen nach oben und
Abos nehme ich immer gerne an. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Keine Ahnung, was das wird, aber wir werden sehen. Tschaikowski.